Zuerst habe ich überlegt, in welche Richtung ich den Film machen werde. Entweder versuche ich daraus eine Horrorkomödie zu machen, oder ich versuche ihn auf Ernst. Da war ich immer unentschlossen, in welche Richtung ich den jetzt am besten mache. Ich entschied mich dann doch für die zweite Version und dachte mir, probier's einfach aus. Bei dem Genre ist es, glaube ich, auch schwierig, die richtige Atmosphäre hinzubekommen. Ist es jetzt gruselig genug? Kriegst du den Zuschauer dazu, dass er Angst bekommt? Ich habe mir dann überlegt, welche Art von Horrorfilm mache ich jetzt? Einen Film, wo Monster vorkommen? Oder einen mit einem Killer? Mir persönlich gefallen solche Filme besser, die mit bösen Mächten zu tun haben. Aber das ist Geschmackssache. Zum Beispiel nehmen wir Tanz der Teufel. Nicht das Remake von 2013, sondern das Original von 81. Für mich ist er bis heute absoluter Kultfilm und gehört so zu den besten Horrorfilmen aller Zeiten. Mit den Dreharbeiten habe ich Mitte Oktober 2013 angefangen und war so Mitte Februar 2014 fertig. Es war nicht gerade der beste Zeitraum zum Drehen gewesen. Das Licht wurde immer sehr schnell dunkel. Manche Szenen mussten wiederholt werden, weil ich in der Nachbearbeitung auch nicht mehr viel machen konnte. Je nachdem, wie ich Zeit hatte, habe ich am Film gearbeitet. Unter der Woche war es wegen Arbeit schwierig. Wenn, dann blieb nur das Wochenende. In dem Film kommen Szenen vor, die mit Greenscreen gemacht wurden. Man hätte dafür auch richtige Aufnahmen verwenden können. Zum Beispiel haben wir diese Szene hier. Der Grund war einfach, als ich das Make-up fertig hatte, dass es von den Lichtverhältnissen zu dunkel wurde. Gerade zum Schluss hat das Licht dann versagt. Das Schminken hat nun mal ein bisschen gedauert, bis es gewirkt hat. Ich dachte mir, jetzt hast du das Make-up drauf? Und bevor ich beim nächsten Mal wieder die Zeit dafür hergebe, machst du es jetzt einfach mit Greenscreen. Für das Make-up des Monsters habe ich Folgendes verwendet. Als Grundierungsfarbe für die Augen habe ich einen schwarzen Make-up-Stift benutzt. Das Gesicht habe ich damit eine Creme aufgetragen. Die Creme nennt sich Scary Skin. Sie dient dazu, dass man diesen bröckligen Effekt bekommt, so dass Risse entstehen. Je dicker man die Creme aufträgt, umso größer ist dann letztendlich der Effekt auch. Für die Augen habe ich Kontaktlinsen verwendet. Zuerst habe ich daran gedacht, die Augen in After Effects zu animieren, so wie ich es damals in White Boys gemacht habe. Ich entschied mich aber dann doch für die Kontaktlinsen. Man erspart sich dadurch auf jeden Fall eine Menge Arbeit am Rechner. Und es kommt, denke ich, auch realistischer rüber. Die Szene, wo das Monster im Garten steht, wurde ebenfalls in meinem Zimmer mit Greenscreen aufgenommen. Die Größe wurde ungefähr skaliert. Und zum Schluss habe ich noch einen Schatten auf dem Boden mit After Effects gemacht. Bei der Szene, wo ich auf meine Hand schaue, habe ich Narbenfluid benutzt. Diese Flüssigkeit zieht sich in die Haut ein und man bekommt dann diesen Narbeneffekt. Es stinkt fürchterlich und man bekommt es auch schwer von der Haut wieder runter. Ich habe mir dafür auch diesen Collodium-Entferner besorgt. Aber selbst mit diesem Collodium-Entferner habe ich da schon kräftig schrubben müssen, um es wieder loszuwerden. Für das Gesicht habe ich eine Flüssigkeit benutzt, die nennt sich Horrorhaut. Sobald es trocken war, habe ich einfach mit den Fingern ein bisschen am Gesicht rumgeformt. Einen Film komplett alleine zu machen, ist auch irgendwo eine Herausforderung. Wie weit kann ich gehen, wenn ich alles alleine mache? Welche Möglichkeiten habe ich dabei, bestimmte Szenen umzusetzen? Bei der Szene, wo ich gegen Ende des Films mich an den Treppen hochziehe, wird das Video etwas stärker rangezoomt und es folgt dabei eine Drehung. Im Originalen ohne Nachbearbeitung sah das Ganze so aus. Man sieht ganz deutlich, dass da was nicht stimmt. Durch die Drehung ist es an den Rändern schwarz. Mit Hilfe von After Effects war es möglich, den Fehler zu korrigieren. Mir war von Anfang an klar, dass es kein Happy End geben soll. Den Film wollte ich eigentlich so enden lassen, dass ich zum Schluss im Bett liege. Und unter dem Bett kommen Geräusche. Ich schaue dann langsam unter das Bett. Das Monster greift nach mir und zieht mich zu sich. Man hört dann das Geräusch, wie es mich frisst, und unter dem Bett kommt Blut raus. Das war so die erste Idee. Ich entschied mich aber dann doch zu versuchen, den Film zum Schluss etwas dramatischer enden zu lassen. Das war jetzt ein kurzer Einblick zu den Dreharbeiten von No Escape. Und an dieser Stelle sage ich jetzt einfach mal Servus.